Ahoi, ihr Landratten! Wir haben seit diesem Sommer ein neues Schlauchboot mit elektrischem Außenmotor. Leute, das macht so einen Spaß. Das war die beste Investition, die wir dieses Jahr gemacht haben. Wir hatten am Anfang allerdings auch ein paar Probleme, zu zweit einfach das ganze Equipment zu handeln. Und wie wir das im Griff bekommen haben und was man sonst noch alles so beachten sollte, das zeigen wir euch jetzt. Auf geht's! Dann erstmal kurz zum Boot an sich. Bei dem neuen haben wir darauf geachtet, dass wir jetzt einen festen Einlegeboden haben. Das macht zwar am Ende ein bisschen schwerer, aber auch viel stabiler und dadurch irgendwie komfortabler. Ich verlinke übrigens das ganze Equipment auch nochmal unten in der Videobeschreibung, falls einer Lust hat, das Ganze nachzubauen. Der Motor, da haben wir geguckt, dass er nicht allzu klein ausfällt, weil wir wollen da doch teilweise mal mit 2 oder 3 Leuten eine größere Runde drehen. Und da haben wir uns jetzt für den Miga Neo 62 LBS entschieden. Der braucht dann auch eine entsprechende Batterie. Wir haben jetzt einen mit 100 Amperestunden und die wiegt dann auch schon so ihre 22, 23 Kilo. Und da kommen wir nämlich schon zum ersten Problem. Die drei Sachen, das Boot, der Motor und die Batterie zusammen, kommt man schon fast auf 50 Kilo. Ja, und wenn man die jetzt immer von einem Parkplatz erstmal bis zu einer Einstiegsstelle schleppen muss, das war schon immer gar nicht so einfach. Deshalb war die zweitbeste Investition, die wir gemacht haben, ein faltbarer Bollerwagen. Mit dem ist es jetzt so viel einfacher. Wir schmeißen einfach die Batterie, unsere Kühlbox und das Boot oben drauf und ziehen einfach alles bis zur nächsten Anlegestelle. Das ist unserer Meinung nach auf jeden Fall was, was man sich auch noch dazu holen sollte. Wer dann, so wie ich, noch nie was mit Autobatterien zu tun hatte, der braucht auch noch ein spezielles Ladegerät, weil so eine Batterie kann man natürlich nicht einfach an ein Handy-Ladegerät anstöpseln. Die Batterie sollte man dann auch noch ein bisschen wasserdicht verpacken. Dafür gibt es ganz einfache Plastikboxen. Wir haben uns aber doch für die etwas teurere Variante entschieden. Da haben wir nämlich gleich noch eine USB-Ladebuchse mit dran, eine Zigarettenanzünder-Ladebuchse wie im Auto und vor allem Sicherungsschutzschalter, falls es doch mal ein bisschen nass wird, dass nicht gleich alles durchbrennt. Ansonsten hatte ich noch kurz das Problem, dass ich den Motor bzw. die Batteriebox nicht direkt mit der Batterie verbinden konnte. Das heißt, man braucht noch sogenannte Polklemmen als Adapter. Sollte man auch vorher wissen, sonst kommt man nicht weg. So, und das Wichtigste zum Schluss, euer Boot braucht einen Namen. Und das ist nicht nur eine schöne Tradition, sondern wenn man auf öffentlichen Gewässern fahren will, braucht man einen Rufnamen. Aber man muss da nichts irgendwo offiziell registrieren lassen oder so, sondern einfach mit einem fetten Edding in mindestens 10 cm großen Buchstaben einmal vorne rechts und vorne links den Namen draufschreiben. Das war's. Und dann kann's losgehen. Flakensee und warten auf die Schleuse.
zwar jetzt einfach mal freigenommen, weil wir wussten, heute wird es ein richtig schöner sonniger Tag. Das wollten wir natürlich sofort ausnutzen und sind mit unserem Schlauchboot los. Von Dämmeritzsee bis zum Kalksee und weiter geht's dann noch bis zum Museumspark. Und hier am Kalksee haben wir jetzt einen Zwischenstopp gemacht, sind ins Wasser gesprungen. Die Wasserqualität ist einfach wunderbar. Ja, richtig erfrischend. Besser gewesen, von hier die Drohne zu fliegen. Naja, wissen wir das jetzt auch. Drohnenfliegen unter Stahlbrücken ist auch nicht so das Beste.